Einfach eine mega Aussicht hier. Das da für alle, die nicht sicher sind, ist übrigens der Glockner. Dann geht's gleich mal los mit der Eichfahrt. Hallo und willkommen in unserem Zuhause für die nächsten 2 Tage. Und nein, bei uns ist nicht der Wohlstand ausgebrochen, sondern wir sind wieder zu Gast beim World Ski Test in Karls am Großglockner. Und da sind wir im Gradona Mountain Resort untergebracht. Und das sind hier diese wunderbaren Chalets an der Piste. Jetzt habe ich gerade schon ein Fenster Petra, gehört. Hallo! Hallo! Hallo Petra! Wer bist du denn? Ich mache so YouTube-Videos. Ja, unglaublich, da schauen schon die ersten Leute aus den Zimmern raus. So, kommt mal mit, weil das kann sich echt sehen lassen, finde ich. Und deswegen drehen wir jetzt auch gleich mal eine Runde, hätte ich gesagt. Das sind die Chalets. Die sind für jeweils 8 Personen gedacht, maximal. Jetzt habe ich euch gerade mal das Licht angeschalten. Hier unten ist sogar Waschmaschine und Trockner und eine Infrarotkabine. Dann hat man parallel auf den Seiten jeweils Bad und Dusche und eben ein Schlafzimmer für 2 Personen. Hier diesen gemeinsamen Wohnbereich und hat alles mit riesigen Fensterfronten und genialer Aussicht. Schönen Balkon. Und jetzt schauen wir doch mal noch kurz im Detail rein. Hallo Petra! Hier einmal die Dusche. Und ja, das Zimmer. Mit Aussicht. Testgelände und warten auf den ersten Ski. Dann geht's gleich mal los mit der Eichfahrt. Das läuft so ab, dass die Ski alle schwarz abgeklebt sind und man daher nicht weiß, welche Marke man fährt. Und unten füllt man dann den Testbogen aus. Bestes Wetter und Aussicht auf den Großglockner. Für alle, die jetzt noch nicht so ganz verstanden haben, worum es in diesem Video eigentlich geht, wir sind zu Gast beim Freeride World Ski Test in Karls am Großglockner. Und zwar dürfen wir in diesem Umfang 2 Tage die Freeride-Ski der kommenden Saison testen und dann auch bewerten. Dafür gibt es immer eine Fahrt auf der Piste und eine im Gelände. Das ist noch ziemlich hart, aber wir hoffen, dass es nachher aufhören wird. Und hier wird jetzt gleich der Zettel ausgefüllt. Das sind die Kategorien, in denen wir unser Voting abgeben müssen. So, jetzt wird er gleich abgegeben. Schauen wir mal, was die Ladies sagen. Jetzt seht ihr mal ein bisschen im Zeitraffer das Gewusel oben an der Teststation. Jede 2. Fahrt muss ja schließlich der Ski gewechselt werden und dafür auch jedes Mal die Bindung eingestellt. Jedes Mal ein anderer Ski. Immer eine Fahrt im Gelände und eine auf der Piste. Unterschiede zwischen den Skien, obwohl da ja lauter Topmodelle vorgestellt werden, merkt man halt einfach, dass ein bestimmtes Ski viel besser liegen und andere eben nicht so. Und auch, dass einige zum Beispiel bei Kurzschwimmen gut gehen und andere eher mehr Laufruhe haben, das ist echt super spannend. Einfach eine mega Aussicht hier. Das da für alle, die nicht sicher sind, ist übrigens der Glockner. Und Papa, go for it. Mega gut. Oh geil, langsam kommt die Schiene rein. Nochmal ausfüllen, Zettelchen abgeben. Schauen wir mal. Die besten Damen, die das unter Kontrolle haben hier alles. Das ist die einzige Verletzung.
Langsam kehrt auch Sonne hier oben in die Wechselstation ein. Oh, jetzt bin ich schon dran. Es geht mir direkt zu schnell diesmal. 297, sorry. Ich kann es mal nicht merken. Ah, genau, und hier rechts sind eben die schmaleren Ski unter 100 und links sind die breiten Ski über 100. Was kommt jetzt? Bist du schon wieder vorne? Bist du wieder vorgedrängelt, ha? Weil es gar so schön ist, machen wir noch einen Panoramaschwenk. Hier ist unsere Teststation. In der Richtung waren wir noch gar nicht, das machen wir aber vielleicht nach dem Mittagessen noch. Weil beim Test ist immer die gleiche Piste natürlich. Und auch die gleiche Off-Piste-Strecke. Und das ist auf jeden Fall unser Panorama. Und wie schon angekündigt, nach dem Mittagessen ging es dann auf die andere Seite noch ein bisschen das Gebiet erkunden. Panorama ist hier echt an jeder Ecke schön. Das ist unglaublich. Das hier ist die Talabfahrt nach Matrei runter. Die wollen wir jetzt natürlich auch mal ausprobieren. Und ja, die wird gerade eben schon so ein bisschen aufgerissen. Echt super schön hier. Und es ist wirklich nichts los. Jetzt holt es gleich auf. Das liebe ich ja am meisten. Also auch das Skigebiet ist ein echter Traum. Ja. Rentiert sich herzukommen. Toll. Besseres Wetter kann man, glaube ich, echt nicht bekommen. Jetzt geht es langsam wieder zurück von Matrei nach Karls. Und hier oben bei der Adlerlodge haben wir Mittag gegessen. Da kommen wir jetzt gerade her von der Adlerlodge. Hier war das Testgelände für den World Ski Test. Und da unter der Gondel geht es jetzt durch zurück zum Hotel. Hui! Ja, yeah, und direkt mit den Skien vor die Haustür. Das ist schon echt edel. Wie oft würde man sich das im Winter wünschen? Jetzt geht's noch ab in den Pool und ich werde schon wieder beworfen. Ich bin ein Opfer. Ihr seht es eben. Ja, Wellnessbereich sieht ziemlich cool aus. Hier gehen sich die Berge wunderbar im Glas. Und hier sind wir jetzt gleich. Wer hier noch ein Fitnesscenter braucht, ich weiß auch nicht, aber gibt es auf jeden Fall auch. Ja, ja. Die ganze Pracht ist aus dem Pool. Oh no! Hilfe! Aus dem Sauna- und Wellnessbereich geht es leider wieder ab nach Hause. Das war's mit dem Skitest. 2 Tage testen, Spaß. Vollgas und viel dazu gelernt. Mhm. Viele Erlebnisse auch einfach. Ja. Ja, war toll, wieder dabei sein zu dürfen und es ist wirklich eine absolut geniale Region. Wir verabschieden uns mit einem letzten Schwenk, würde ich sagen. Schaut euch dieses Panorama einfach mal an.